Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, und in diesem Video geht es natürlich nicht um die Corvette, sondern wie ihr im Titel und auf dem Thumbnail schon sehen konntet, geht es in diesem Video um den BMW Z4 M40i in der Agent Edition. Und dann wähle ich mir den Wagen jetzt auch mal aus. Wollen wir uns das Auto mal angucken und auch Probe fahren, tunen und so weiter. So, wollen wir mal gucken hier. Da können wir auf jeden Fall schon mal die Beleuchtung anmachen. Alter, die Beleuchtung sieht schon mal sehr geil aus. Mal gucken, was wir da noch verändern werden. So, mal die Tür gerade öffnen und mal reingucken, wie das Interieur so aussieht. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ne, reinsetzen wollen wir uns mal nicht. Rückleuchten sind auch schon an. Ich finde das ja sehr nice mit dem Spoiler hinten. Dass wenn das Rücklicht an ist, dass der komplette Spoiler am Leuchten ist. Ich finde das irgendwie cool. Da komme ich hier auch zwischen. Kann ich hier die Tür öffnen? Nee. Leider nicht. Aber ja klar. Miese Sache auf jeden Fall. Komm, dann setzen wir uns doch mal rein. So, reinsetzen. Und ja, doch, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Das könnte ich mir vorstellen, diesen Wagen so mal zu fahren auf jeden Fall. Erstmal Fahrzeug verlassen. So, dann machen wir hier die Tür wieder zu. Und dann wollen wir doch mal anfangen, den Wagen anzupassen. Und ja, Aussehen, das war so klar, dass wir am Aussehen nichts verändern können. Das geht doch nicht. Schade. Ach Mann, schade, schade, schade. Dann gehen wir mal auf die Performance und dann bauen wir hier mal den Nitro-Micher ein. Den habe ich vorher extra schon ausgebaut aus einem anderen Fahrzeug, damit ich nicht hier so lange suchen muss. So, Nitro-Micher ist eingebaut, pur und extra Portion. Und dann mal raus hier, dann gehen wir auf Prestige. Ne, warte mal, noch nicht auf Prestige. Farbe, die Farbe können wir anpassen. Ja, sehr nice, die Farbe können wir ändern. Oh, in Weiß, auch ein schönes Auto. Schönes Auto in Weiß, aber kommt das dann hier noch zur Geltung? Oh, ich hasse das, ey. Hat man ein Boot da hinten stehen, funktioniert gar nichts mehr. Es ist doch blöd hier. Es ist so blöde gemacht von dem Spiel. Aber egal. Was mir jetzt auffällt, der Wagen ist verdammt klein. Mal gucken hier, was haben wir denn noch für schöne Farben? Ein schönes Grün. Passt irgendwie nicht zu dem Wagen. Ich guck mal irgendwie blau. Nee, mit den roten Sitzen, das ist gerade echt ein bisschen... Nee. Und die Felgen sind auch gerade nicht die geilsten. Gelb sieht natürlich auch geil aus. Gefällt mir. Aber... Ach, ich weiß auch nicht, ey. Und rot will ich nicht. Ich übernehme mal weiß. Erstmal. Na, also. Und dann wollen wir mal auf Verzierung gucken. Gucken wir mal, ob es da irgendwas Schönes gibt. Top 100. Okay, so ein Rallye-Streifen drüber. Nö. Oh, toll. Jetzt haben wir wieder diesen Wasserfallfehler. Okay, ist wieder weg. Ja, nee. Und hier rot. Guck mal. Nee, sowas finde ich total doof. Eine Seite schwarz, eine Seite rot. Ich weiß nicht. Also, nee, auf sowas stehe ich gar nicht. Nee, das ist mir auch zu viel. Okay, das ist schon besser gelöst. Aber, nee, auch nicht. Auch schwarz sieht ja natürlich auch geil aus. Ach nee, ich weiß nicht. Ja, sowas ist auch ganz okay, aber nicht in der Farbe. Ja, das Blau finde ich ganz nice. M-Performance. BMW. Das BMW-Logo gefällt mir nicht sehr gut. Also nee. Die Maße passen irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Nee, nee. Egal, ich nehme jetzt einfach das hier, weil mir das Blau gefällt. Anwenden. Und jetzt mal rausgehen hier, nochmal rausgehen und jetzt auf Prestige. Wartet mal, es ist so nervig, dieser Fehler nervt so hart. Verzieh dich, du Wasserfall, dass sie das nicht hinkriegen.
Da muss man hier ein bisschen rumlaufen. Und dann geht der wieder weg. Ist das ein Rotz? Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, so, Prestige. Dann gehen wir mal. Rot. Nein, Spaß. Wobei, hey. Jetzt sieht das Rot gar nicht mal so schlecht aus. Hä? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Blau und dann diese roten Bushimura-Reifen. Wie gefällt euch das? Ist gar nicht mal so schlecht. Also finde ich. Blau auf Blau. Ja, da gefallen mir die Reifen aber nicht. Was haben wir hier denn Schönes? Nee, das ist too much. So, ich nehme erstmal die Squad-X-Reifen und dann will ich gleich mal gucken, ob man da die Felgen noch mal ein bisschen verändern kann, dass man da was Schöneres bekommt. So, Nitro nehme ich wie immer Italien-Nitro. Unterboden machen wir. Ja komm, kriegt dann einen blauen Unterboden. Schwarz getönte Scheiben. Hupe kriegt dann natürlich wieder. Wah! Und nicht wegen dem letzten Live-Summit. Nein, ich habe die Hupe schon länger. Reifen kann ich gar nicht ändern. Ach Mist, ich kann die Reifengröße gar nicht ändern. Egal, dann ja, dann war's das leider schon. Dann ist der Wagen erstmal fertig. Und gucken wir uns den mal an. So, Licht an. Lassen wir das mal auf uns wirken. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, der Wagen. Ah doch, ja, okay. Das BMW-Logo ist doch okay. Ja, ist doch okay. Auch wenn ich finde, dass die Maße trotzdem irgendwie nicht passen. Weil wenn ihr mal guckt, der Kreis in der Mitte ist viel kleiner und die BMW-Schrift muss viel dicker sein. Ja, nicht perfekt. Da hat er so eine kleine Macke im Logo. Ja, aber komm. Wir wollen ja mal nicht kleinlich sein, ne? Sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ist ein schöner Wagen. Ja. Und so schön wie der Wagen ist, werden wir ihn jetzt auch einmal testen. So, jetzt bin ich gespannt, wie der Wagen sich so macht. Profi-Einstellungen habe ich keine vorgenommen. Oh, der Sound ist aber gut. Ey, geh weg da. Der Sound ist gut. Der gefällt mir. Jetzt mal gucken. Der Wagen lenkt aber echt gut. Ich hätte den Start ein bisschen anders machen können, aber ja gut, wir sind jetzt ja hier nicht im Live-Summit oder so. Jetzt müssen wir ja nicht auf die Zeiten achten, aber... Wow, der hat echt gut gelenkt. Nicht schlecht. Schönes Auto auf jeden Fall. Da kann man nichts anderes sagen. Der Wagen ist wirklich schön. Ein wirklich, wirklich schönes Auto. So, hier einmal ein bisschen quer rüber. So. Ja, ist leicht am Rutschen der Wagen hier und da. Aber das kann man ja halt immer noch einstellen. Ich fahre ja jetzt hier, wie gesagt, nicht auf Zeit oder so, sondern einfach nur mal, um den Wagen überhaupt zu testen, wie er sich so uneingestellt auf Strecke macht. Aber wir können den auch gerne mal so ein bisschen einstellen und die Strecke nochmal fahren. Wobei ich aber sagen muss, dass das Lenkverhalten von dem Wagen ohne die Profi-Einstellung auch schon sehr gut war. Und jetzt bin ich mal gespannt mit meinen Einstellungen, die ich hier auch gerade eingeblendet habe, wie der Wagen sich jetzt verhält. Weil ich ehrlich nichts getestet habe. Ich habe jetzt einfach meine Einstellung vorgenommen, wie ich sie ja ungefähr genauso immer mache. Hä? Ungefähr genauso immer mache. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Wagen sich jetzt verhält. Eine leichte Keilform eingebracht, was man hier in dem Spiel ja leider nicht so sieht. Die Reifen sieht man so ein bisschen, dass sie nach außen stehen. Aber diese Keilform, die ich da immer reinbringe, die sieht man gar nicht so wirklich in dem Spiel. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde mich freuen, wenn man das mehr sehen würde. Aber ja, gut. Ist halt so. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Aber ich muss sagen, der Wagen
Liegt auf jeden Fall schon mal sehr gut auf der Straße. Ganz am Anfang jetzt hatte ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das Gefühl, dass die Lenkung doch nicht so gut ist, dass er zu stark lenkt. Aber, nö, ich muss sagen, ja, er rutscht auch weniger. Ja, gut. Das war jetzt natürlich uncool. Ich sage in dem Moment, wo er wegrutscht, dass er weniger rutscht. Ja, läuft. So, hier mal so ein bisschen die Leitplanke nehmen und jetzt in den nächsten Kurven nochmal testen, ob der wirklich weniger rutscht. Weil ich habe schon das Gefühl, dass er weniger rutscht. Gut, jetzt hier auf der Gerade können wir das natürlich nicht testen. Da haben wir gleich eine Linkskurve. Da nehme ich mal nicht die Leitplanke. Da bremse ich ein bisschen. Und ja, er rutscht deutlich weniger, der Wagen. Auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall eine gute Einstellung, würde ich sagen, für mich. Guck mal, hier können wir mal die Leitplanke nehmen. Und yo, er rutscht auf jeden Fall nicht weg. Hier nehmen wir sie nochmal. Und gut rausgekommen. Komplett auf Vollgas bin ich hier gewesen. Auf jeden Fall war das jetzt gerade gar kein Problem. So, jetzt mal hier so diese Zickzack-Kurven gucken. So, ob man jetzt Leitplanke fährt oder nicht. Aber er lässt sich gut fahren und gut lenken. Ja, doch. Ist ein tolles Fahrgefühl. Lässt sich gut fahren, der Wagen. Von der Geschwindigkeit her, jetzt habe ich gar keinen Vergleich gemacht. Ich habe keinen Geschwindigkeitstest gemacht. Aber, oh, halt. So, aber, ja. Ich müsste mal gucken, auf Harlem West zum Beispiel, was für Zeiten ich mit dem Wagen hier schaffen würde. Dann könnte ich euch ungefähr sagen, oder was ist ungefähr, dann könnte ich euch so ziemlich genau sagen, ob der Wagen jetzt in der Endgeschwindigkeit was taugt oder nicht. Weil ich weiß natürlich, mit dem Lamborghini Huracan oder mit dem Gallardo meine Zeiten auf Harlem West. Und wenn ich mit dem hier besser wäre, was ich nicht glaube, aber dann wüsste ich das ja. So, und ab ins Ziel und... Tja, könnte man den Wagen kaufen, würde ich jetzt sagen. Der Wagen kriegt von mir auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung, aber leider könnt ihr dieses Auto nicht kaufen, weil das ja eine Live-Summit-Belohnung war, die vom letzten Live-Summit. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr gar nicht auf den BMW Z4 verzichten wollt, könnt ihr euch auch den normalen kaufen, und zwar den BMW Z4 M40i in der Standard Edition. Wir gehen mal auf Anpassen und dann wollen wir mal gucken, was der hinten für einen Spoiler hat. Genau, Aussehen und dann jetzt mal Spoiler. Okay, so was haben wir denn da? Ja gut, Spoiler haben wir dezent. Ist jetzt nicht so schön wie aus der Agent Edition, aber das ist ja wohl klar. Wenn wir jetzt den gleichen Spoiler kriegen könnten, dann wäre das ja eigentlich kaum noch ein Unterschied. Ja, ist halt einfach so und... Ey, der Spoiler gefällt mir sogar. Was hatte ich vorher drauf? Vorher hatte ich so eine Spoiler-Lippe da drauf. Nö, warte mal. Der Spoiler gefällt mir sogar. Nee, da. Nehmen wir normal oder nehmen wir Carbon? Warte mal, was habe ich denn innen genommen? Innen habe ich... nicht Carbon genommen. Dann mache ich den Spoiler auch in schwarz. Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Aber warum habe ich denn da so rote Reifen genommen? Weil wenn ich das jetzt wüsste. Ach nee. Er bekommt auch den. Aber um den Wagen geht es hier in dem Video ja nicht. Beziehungsweise ging es ja nicht. Denn es ging in diesem Video um diesen Wagen. Ja, was soll ich sagen, wenn ihr das geschafft habt, euch den Wagen zu verdienen über den Live-Summit, dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich finde, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und das Fahren hat jetzt auch Spaß gemacht, das war jetzt nicht anstrengend oder so, also doch, es hat mir auf jeden Fall gefallen, den Wagen zu fahren. Der Spoiler hinten gefällt mir sowieso, den finde ich so oder so mega cool. Die Farbe jetzt, die gefällt mir auch. Schade, dass wir den nicht weiter anpassen können, aber ja, ist halt so. Man kann ja auch nicht immer alles haben, aber das wisst ihr ja. Das ist ja bei gewonnenen Autos eigentlich immer so. Und damit gehe ich jetzt auch ins Schlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, lass mir ein kostenloses Abo da. Mach die Glocke an, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr hier auf meinem Kanal. Aber das solltest du ja so oder so tun, denn sonst kannst du gar keine Autos mehr anpassen. Nein, doch. Kleiner Spaß am Rande. Ich bin raus, Leute. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Abo da.
und lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, was ich alles meine. Alles da lassen. Mir auf Twitch folgen. Jeden Samstag live um 14 Uhr, The Crew 2. Und ja, bla bla. Genug gelabert. Ich bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.